Margarete Schwebs, der erste deutsche Ultraleicht-Hubschrauber made in Thüringen mit dem bezeichnenden Namen 2D2R. Ich kannte bisher nur R2D2, diesen lustigen kleinen Roboter aus Krieg der Sterne. Aber ein Wunderwerk der Technik ist dieser Hubschrauber auch. Denn das Fluggerät kommt ohne Heckrotor aus, hat dafür zwei übereinander stehende Hauptrotoren. Einer dreht sich links rum, der andere rechts. Weshalb man auch von einem Koaxialhelikopter spricht. Gibt's zwar schon, aber nicht in Ultraleichtbau. Also wir dürfen halt nur die 450 Kilogramm nicht überschreiten. Angetrieben wird der Hubschrauber von einem 4-Liter-Sechszylindermotor aus Belgien. Das Gehäuse wird in Boden, nämlich ein kostengünstiges Fluggerät, zum Beispiel für die Überwachung von Strom- oder Erdgasleitungen. Und auch für das Know-how gibt's schon. Auf den ersten deutschen Ultraleichthelikopter, der 2015 in Serie gehen soll.